Trüb und grau, bis ohne Plan und ohne Ziel. Der einzige deiner Art auf dem Erdball. Mit dem Kobold bist du immer einer zu viel. Ein kleiner, fieser Kobold sitzt im Kopf und macht die Ticks. So das Bild mancher, die an der Hirnerkrankung Tourette-Syndrom leiden. In Wetzlar treffen sich Betroffene und Angehörige zum ersten Tourette-Camp. Fabienne Wengert hat es organisiert. Es ist eine ganz wichtige Sache, dass man merkt, man ist nicht alleine damit. Ich habe hier Leute, die gekommen sind, die haben noch nie jemand anderen getroffen. Und warum? Weil sich alle verstecken und das finde ich schade. Fabienne ist erst mit 17 am Tourette-Syndrom erkrankt. Unkontrollierte Bewegungen, Laute, das Ausstoßen obszöner Worte, ohne den Willen der Betroffenen. Die genauen Ursachen sind nicht vollständig geklärt. Heilung gibt es keine. Symptome können in manchen Fällen gemildert werden. Hart für die heute 20-Jährige, denn nicht immer reagiert das Umfeld mit Verständnis. Also es gibt schon Situationen, wo meine Ticks in der Öffentlichkeit überhaupt nicht gut ankommen. Wo dann die Leute sauer werden oder aggressiv reagieren. Fabienne sagt Dinge, die sie gar nicht sagen will. Mir kribbelt, egal bei welchem Vokalentick, als Vorgefühl die Mundwinkel. Ich kann jetzt nicht sagen, ob ich pfeife oder ob ich was schreie. Das kann ich vorher nicht sagen. Und deswegen kann ich auch vorher nicht sagen, was ich jetzt sagen werde. In dem Moment, wo ich es dann sage, zum Beispiel Heil Hitler, das sage ich ja oft, und dann ist das erste Wort ist immer ganz deutlich und ganz laut und zum Ende schaffe ich schon, das so zu vernuscheln, dass man das nicht richtig verstehen kann. Es ist aber halt eine Sache, da muss man reagieren, während das gerade stattfindet. Das ist halt nicht so einfach, wie viele denken. Fabienne lebt zusammen mit ihrer Familie. Jetzt ziehen sie weg aus Wetzlar. In einem kleinen Häuschen soll Fabienne ihre eigene Wohnung bekommen, die Familie immer in der Nähe. Fabienne gilt als Schwerstbetroffene. Besonders hart war es für sie vor 3 Jahren, als ihre Ticks begannen. Also für mich war damals die Diagnose Tourette tatsächlich erstmal eine Erlösung, weil wenn du vorher nicht weißt, was du hast, denkst du, du bist verrückt. Stell dir mal vor, dein Körper macht Dinge, die du ihm gar nicht sagst, aber er muss sie trotzdem machen. Da hast du ja total das Gefühl, dass du fremdgesteuert wirst, dass du nicht der Herr über dich selber bist. Und als ich dann die Diagnose bekam, war das eigentlich schön. Also erstmal so eine Erleichterung, so ich bin nicht verrückt. Und dann warf es aber auch gleich viele Fragen auf. In der Nacht trägt Fabienne ein Polster, das sie vor ihren eigenen Schlägen schützt. In den 3 Jahren wurden ihre Ticks immer schlimmer. Das ist dann so ein Schlagschutz. Ganz am Anfang von meiner Diagnose, da habe ich angerufen bei Leuten, die im Internet sich ausschreiben, dass sie sich damit auskennen mit Tourette. Ja, und da wurde mir doch der Exorzismus vorgeschlagen, sozusagen, ich soll mir den Teufel austreiben lassen, dann sind die Ticks weg. Statt mit Exorzismus wird Fabienne mit Psychopharmaka behandelt, doch ohne erwünschte Wirkung. Sie gilt als austherapiert. Jetzt soll ein Hirnschrittmacher ihre Ticks bremsen. Da läuft hier dann ein Kabel am Hals lang und dann sind hier so Elektroden, die, also das fühlt sich an wie so Teufelshörner und ja, da sind die Elektroden eben festgemacht, die dann ins Gehirn gehen, die dann so stimulieren sollen, dass die Ticks weniger werden. Doch die Ticks werden nicht weniger. Der Hirnschrittmacher schlägt nicht an. Die Suche nach Lösungen geht weiter. Wasser tut mir gut. In Wasser reduzieren sich meine Ticks auf 10-15%. Ich habe das Gefühl, als ob das Wasser meine Ticks aufnimmt. Als ob das Wasser für mich, weil das Wasser bewegt sich und als ob das meine Ticks übernimmt. Das Gefühl habe ich. Hey! Kliniktermin in Hannover. Ihr Vater begleitet sie.
Allein zu reisen ist schwierig. Für mich stelle ich mir immer vor, dass mein Tourette ein irischer Kobold ist. Und ich sehe das Schimpfen von dem Kobold als Ticks von mir. Seit 2 Wochen darf Fabienne mit offizieller Erlaubnis der Bundesopiumstelle Cannabis gegen ihre Ticks nehmen. Statt Rausch gibt es Beruhigung. Was würden Sie sagen, um wie viel sich die Ticks gebessert haben? Also im Augenblick würde ich sagen, schon so 60-70%. Ja. Also sie sind noch da, aber kontrollierbar jetzt in so Stresssituationen kann ich es gut kontrollieren. Okay. Und zu Hause bin ich auch viel ruhiger. Endlich eine neue Hoffnung für Fabienne. Das ist jetzt noch ganz kurz, also das sollte man auch nicht vergessen. Mal gucken, wie es in 3 Monaten ist, ob das gleich geblieben ist. Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass ich wieder auf der normalen Welt bin.